Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Papa Oki und das ist Dingsbums. Heute haben wir mal wieder was für unsere Sharkoon-Sammlung. Und zwar das Gaming Case Sharkoon RGB LIT 100. Ja, ein schickes kleines ATX-Gehäuse mit vielen neuen Lichtern. Ob das auch unser Prädikat preiswert, aber nicht billig erhält, erfahrt ihr hier. Seid gespannt. Dieses Video wird euch präsentiert vom Abonnieren-Button. Der ist kostenlos und tut nicht weh. Eines gleich mal vorweg. Sharkoon ist endlich auf uns aufmerksam geworden und hat uns auf Anfrage für unser Projekt Hackintosh dieses Gehäuse zur Verfügung gestellt. Leider kam es mit einer fehlerhaften Seitenscheibe und die Ersatzscheibe kam aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider viel zu spät. Darum mussten wir dann ein anderes Gehäuse verwenden. Das Gehäuse wollen wir aber euch dennoch ausführlich vorstellen. Sharkoon hat uns dafür aber keinerlei Auflagen oder Bedingungen gemacht. Genau, alles was wir hier erzählen, ist unsere freie Meinung. Aber nun genug gequatscht. Schauen wir uns das Gehäuse doch mal an. Wie man schon sehen kann, ist das Gehäuse ein gutes Stück kürzer als mein Sharkoon Nightshark ATX. Die Höhe von ca. 48 cm und die Breite von ca. 21 cm entspricht natürlich der des Nightshark ATX. Aber in der Tiefe haben wir nur 43,6 cm. Das sind immerhin 5,5 cm weniger und lassen somit das Gehäuse deutlich kompakter aussehen. Es ist damit aber immer noch größer als mein Kolink Nimbus, das ebenfalls ATX Mainboard schluckt. Das Gehäuse ist schick schwarz matt lackiert. Was natürlich sofort auffällt, ist dieses weiße Muster an der Gehäusefront. Auf den Produktbildern sieht es immer aus, als würde das leuchten. Ja, dem ist aber nicht so, aber ist trotzdem eine coole Lösung, aber dazu kommen wir später. Auf der rechten Seite haben wir ganz normale Metallwand, die mit diesen großen Rändelschrauben abgezogen oder geöffnet wird. Und dann ist sie mit solchen Nasen hier und hier diesen Einkerbungen wird sie gehalten. Ist jetzt nicht gerade die dickste, ist aber auch nicht so dünn wie zum Beispiel unserem Kolink. Das Öffnen ist ganz cool, fällt nicht sofort raus, aber es ist auch manchmal ein bisschen fummelig, das sauber reinzutreffen. Hinten haben wir dann die Öffnung für das Netzteil, hier für die I/O-Blende vom Mainboard. Hier ist ein Gitter, wo hinten dran der Lüfter sitzt. Und da haben wir die I/O-Blenden, die Slotblechblenden. Die müssen leider rausgebrochen werden. Eine ist verbaut, die man verschrauben kann. Eine ist im Lieferumfang. Ich finde es immer schade, wenn man sowas macht, denn wenn man wirklich mal Karten versetzen möchte und man hat kein so ein Slotblech mehr, gerade schwarzes, halt von früher hat man vielleicht noch silberne, aber schwarze ist immer schwierig, dann hat man entweder ein Loch oder eben eine silberne Slotblechblende drin. Da oben sind auch zwei Rändelschrauben, die muss man gar nicht ganz rausmachen. Die halten zusätzlich die Einsteckkarten. Normalerweise, wenn man die Grafikkarte oder so festschraubt, sollte eigentlich nichts passieren. Ist halt ein zusätzlicher Schutz. Und auf der linken Seite des Gehäuses haben wir eben unsere Tempered Glass Scheibe, also Echtglas, die ebenfalls wie das Slotblech mit zwei großzügigen Rändelschrauben befestigt ist. Auch über das gleiche Stecksystem verfügt, das heißt, sie fällt erst einmal nicht raus, sondern man muss ein Stück nach hinten schieben und dann kann man sie rausheben. Auch hier haben wir die Nasen und da eben diese Einkerbungen, in die wir dann diese Nasen einsetzen müssen. So, dann machen wir mal die Scheibe sicher auf die Seite. Wir wissen ja, wie lange das dauert, wenn man Ersatz braucht. Wir wollen ja auch die Lichter im Inneren sehen. Ja, eben, wir wollen ja die Lichter sehen. Der erste Eindruck, schön aufgeräumt. Und was uns sofort auffällt natürlich ist,
Das Netzteil bzw. der Netzteiltunnel ist wieder unten, nicht oben wie bei unserem Sharkoon. Ist zwar schön im ersten Moment gewesen, aber wenn man dann einen Radiator verbauen möchte, oben geht nichts, ist klar, ist ja das Netzteil, kriegt er keine Luft. Unten ging auch nichts, soweit man ein ATX-Mainboard eingebaut hat, denn da hat dann das Mainboard gestört für den großen Radiator. Das heißt, wir hätten nur vorne die zwei Lüfter austauschen können mit einem 240er Radiator. Oder dann eben hinten an die Wand, da war ja hinten hier eine Fläche, an die Wand schrauben und dann die aufmachen. Dann hätte man da noch einen einbauen können. Mitgeliefert wird auch eine gut bebilderte Anleitung. Das hat man ja nicht mehr überall. Es zeigt hier wirklich alle Varianten des Einbaus von Festplatten, von Radiatoren und eben auch das Anschlussschema der RGB-Beleuchtung und eben auch hier die Seite mit den Einstellmodi über den Reset-Switch. Was ist in dem Tütchen? Das Tütchen da hinten, da ist eben der Inhalt drin, der mitgeliefert wird. 5 Kabelbinder, eine Slotblechblende, wie ich schon gesagt habe, und Gummipuffer, mit der man eine 3,5 Zoll Festplatte einbauen könnte, und zwar hier unten. Wer will so einen riesen Teil da mitten im Showgehäuse haben, verstehe ich nicht, aber vielleicht braucht es ja doch jemand. Da unten haben wir 2 Festplattenschlitten für 2,5 Zoll Festplatten oder SSDs, die kann man entfernen, wenn man möchte, und dann zum Beispiel hier hinten einbauen. Da können wir sie auch einsetzen, unsere 2 Festplatten, also hier die zweite. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Aber da würden doch sicherlich auch Lichter hinpassen. Natürlich könnte man jetzt hier Lichter einbauen, aber es bringt eigentlich gar nichts hin. Wir haben ja hier schon eine LED-Leiste. Dieses weiße Band ist eine LED-Leiste. Eben mit einem Milchglas drüber, damit sich das Licht dann schön verteilt. Somit würde hier oben eine Lichtleiste wenig bringen oder keinen Effekt erzielen. Was man natürlich machen könnten, wären auf diese Festplattenschlitten hier eine RGB-SSD einbauen. Ui, sowas gibt's? Na klar doch. Was gibt's nicht beleuchtet? Du kannst dir sogar Socken kaufen, damit deine Zehen beleuchtet sind, okay? Gucken wir halt mal, vielleicht bauen wir irgendwann mal eine ein. Also es gibt schon mehrere Hersteller, die sowas anbieten. Außerdem hat Sharkoon schon einen adressierbaren RGB-Lüfter eingebaut. Den kennen wir von unserem Sharkoon. Die sind relativ leise, die kann man auch steuern. Also von dem her top. Vorne haben wir auch einen Lüfter, allerdings nicht RGB-beleuchtet, was auch, wenn wir später sehen, wenig Sinn macht, denn es ist ja schon beleuchtet. Und das ist dieser neue Lüfter mit diesem neuen Flügelraddesign. Wir werden dann mal später schauen, wie die sich schlagen. Da vorne könnte man aber auch 140er Lüfter oder eben einen 280er Radiator einbauen. Man kann sogar bis darunter einen 360er einbauen. Man müsste allerdings dann den Festplattenkäfig, zu dem kommen wir gleich, ausbauen. Dann würde auch das funktionieren. Hier oben können wir auch bis zum 280er Radiator einbauen. Und wenn man das alles ausbauen, könnten wir hier hinten sogar einen 120er Radiator einbauen, was aber eigentlich wenig Sinn macht. Wie gesagt, vorne 360, 280, oben 280. Also Platz hätten wir genug. Aber nur mit RGB-Lüfter. Schon klar, oder? Ja klar, um Gottes Willen, doch niemals ohne RGB. Und auf der anderen Seite fällt uns natürlich gleich mal der RGB-Hub auf, der hier verbaut ist. Das ist also ein adressierbarer RGB-Hub, bei dem eben schon 3 verbaut sind. Einmal für die Front-LED-Beleuchtung, einmal für den Lüfter und einmal für die Seiten-LED-Beleuchtung. Das heißt, wir hätten noch einen frei, zum Beispiel für eine I/O-Wasserkühlung oder einen weiteren Lüfter, je nachdem. Hier unten im Tunnel ist eben dieser besagte Festplattenkäfig, den wir dann notfalls ausbauen müssten, wenn wir einen Radiator mit 360
Zentimeter, 360 mm einbauen wollen. Die Schrauben sind von unten, auch Rändelschrauben, da kommen wir aber gleich noch dazu. Dann wäre das alles leer. Oder eben, falls man hier maximal oder falls wir hier ein größeres Netzteil einbauen wollen, momentan sind es maximal 21,5, könnte man natürlich auch den Festplattenkäfig ausbauen und dann eben größere Netzteile einbauen. Der Festplattenkäfig ist für 3,5 Zoll Laufwerke oder eben dann hier für 2,5 Zoll Laufwerke. Also es wäre richtig viel Platz für, na, gehst du wieder rein. Es wäre richtig viel Platz für Festplatten, also wenn wir es wirklich ausschöpfen, könnten wir hier 2, 3, 4 und vorne noch 5. Mit den Schlitten, ohne Schlitten, könnten wir natürlich auch noch welche einbauen. Also ich sage jetzt mal, für so ein Showcase-Gehäuse, so viele Festplatten, weiß nicht, ob das sein muss. Lieber eine große und eine oder zwei M2 auf das Mainboard ist wesentlich besser als so viele kleine Festplatten. Am Schluss noch welche mit magnetischen Platten, die auch noch laut sind. Wie auch schon beim Nightshark ATX haben wir hier genügend Platz. Das dürften auch wieder die 1,9 cm sein, wo wir dann später eben die Kabel sauber verlegen können, dass man nichts vorne sieht. An der Oberseite haben wir einen magnetischen Staubfilter. Wenn der Radiator noch mehr Luft braucht, falls wir hier einen montieren, können wir den auch weglassen. Ansonsten lassen wir den drauf. Sind froh, dass der wirklich vom Staub, wenn wir hier keine Probleme haben, im Gegensatz zum Charkun, wo wir an der Seite diese Lüfter oder diese Löcher haben. Hier vorne haben wir dann einen USB 2.0, zwei USB 3.0, einen Kopfhöreranschluss, einen Mikrofonanschluss. Zwei LEDs, eine für Power, eine für Festplattenaktivitäten. Dann haben wir den Reset-Button, den wir aber auch als Switch für die RGB-Beleuchtung verwenden könnten. Also eins von beiden geht, entweder Reset, was die meisten eigentlich gar nicht mehr brauchen, oder eben für die RGB-Beleuchtung, falls wir ein Mainboard haben, mit dem wir das nicht steuern könnten. Und natürlich der Powerschalter. Dann drehen wir es mal auf die Seite. Hier unten haben wir unsere Kunststofffüße mit Gummiauflagen, damit er nicht rumrutscht auf glatten Flächen. Und eben diese vier Rändelschrauben, die, wenn wir öffnen, können wir den Festplattenkäfig auch noch verschieben. Sprich, wir müssen ihn nicht einmal ausbauen. Wenn wir sagen, wir haben vorne eh keinen Radiator, dann können wir damit den Festplattenkäfig noch ein bisschen verschieben und haben ein bisschen mehr Platz für unser Netzteil. Auch sehr praktisch. Also wir bauen ja keinen Radiator ein, also können wir es auch gleich mal ganz vorfahren. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Platz hinterm Netzteil, um die Kabel vorbeizulegen. Und wir haben auch hier unten einen Staubfilter, der unter diese Nasen eingeklemmt wird, damit das Netzteil auch vor Staub geschützt ist. Bla bla bla. Kannst du jetzt endlich mal die Front vorstellen? Ja, ist ja gut. Das Neue an dem Gehäuse ist natürlich diese Echtglasscheibe, die ein Muster hat wie bei dem Videospiel Tron. Auf den Produktbildern meint man eben immer, das ist beleuchtet, aber die Beleuchtung kommt von einer LED-Leiste hier an der Seite und es gibt es dann über diese weiße, dieses weiße Muster reflektiert dann diese RGB-Beleuchtung. Luft bekommt es auch von der Seite. Sind keine so großen Öffnungen wie jetzt zum Beispiel beim Charkun. Aber auch hier unten, wenn wir mal drehen, kommt noch Luft rein. Es ist ja auch der Lüfter unten verbaut, damit er besser anziehen kann. Dann machen wir das Ganze mal ab. Um dann auch hier keinen Staub reinzubekommen, haben wir auch hier einen magnetischen Staubfilter. Ihr seht schon, wir haben hier die drei Öffnungen, sodass wirklich ein 360er Radiator da vorne reinpassen würde, wenn er nicht zu hoch ist mit Lüfter und Radiator.
Wie gesagt, hier ein magnetischer Staubfilter, der sich super hier anpasst. Somit kommt weder von unten noch von der Seite der Staub ins Gehäuse rein. Die LED ist hier in der Leiste verbaut. Hier innen in der Leiste verbaut. Sie strahlt dann auf diese weiße Fläche rüber, sodass es dann später aussieht, als würde auch das leuchten. Das machen wir es wieder drauf. Das ist nämlich ein bisschen wackelig alles, wie das hier so dranhängt. So. Übrigens, das Gehäuse ist wieder mal sauber verarbeitet und entgratet. Also hier gibt es keine scharfen Kanten oder sonst was, wo man sich die Finger abschneiden könnte. Oder aufschneiden könnte. Abschneiden, so schlimm wird es vielleicht nicht sein, aber aufschneiden. Mainboards können wir verbauen. ITX, Micro ATX und ATX hat alles Platz in dem Gehäuse. Durchbrüche sind genügend da, also bei Micro ATX sowieso nicht. Für ATX haben wir auch welche und ITX sowieso nicht, weil das ist ja wirklich das Kleinste, was wir dann einbauen könnten. Da hätten wir nie Probleme. Grafikkarten dürfen maximal eine Länge von 35 cm haben. Also sehen wir schon, hier sind wir 35, dann ist aber wirklich bis hinten ausgefüllt. Wenn man Radiator oder Lüfter hier haben, wird es natürlich dementsprechend weniger. Der CPU-Kühler darf aber nicht höher als 16,5 cm sein. Ja, das stimmt. Wir sind hier bei 16,5. Wenn das Mainboard noch dazu kommt, wird es eigentlich auch mit 16,5 schon ziemlich eng. Also ich würde jetzt da nicht meine Hand ins Feuer legen, dass der wirklich reinpasst, aber gut. Ja, und mit dem Netz haben wir ja schon gesagt, maximal 21,5 cm, außer man baut den Festplattenkäfig aus. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt noch einmal den Hub an. Also da hinten haben wir eben den RGB-Hub. Dieser ist kleiner als beim Nightshark, der hat eben nur die 4 Anschlüsse, aber wir können ihn trotzdem mit einem 5 Volt 4-Pin-Header, wo haben wir den? Jetzt nicht runtergefallen. 5 Volt 4-Pin-Header, wobei nur 3 belegt sind, oder eben diesen VDG-Anschluss an unser Mainboard anschließen, dann könnten wir die ganzen Lüfter und Lichtleisten und so über die Software des Mainboards steuern. Wie solche Anschlüsse, welche Anschlüsse wo passen, da habe ich mal extra ein Video gemacht. Ich verlinke es euch hier oben. Denn es geht halt leider nicht mit jedem Mainboard, zum Beispiel dieses Charcoon, weil das nur 5 Volt hat und auch mit den Anschlüssen etwas anders ist. Und wenn es wie mein Mainboard keinen RGB-Header hat? Ja, dann kannst du es, wie ich schon gesagt habe, über den Reset-Switch steuern. Der ist jetzt hier schon angeschlossen. Anstatt am Mainboard zum Neustart des PCs kannst du das hier anschließen. Und damit kannst du dann über den Knopf hier oben die Modis durchschalten. Da haben wir eben die Modi feste Farben. Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb, Cyan, Pink. Dann gibt es verschiedene Bewegungsmodi. Hier seht ihr das auf dem Schaubild. Also auch die, die kein Mainboard haben, das sie steuern kann, können sich hier an verschiedenen Lichtspielen erfreuen. Na, Hauptsache es leuchtet schick. Und das tut er, wie ihr hier sehen könnt. Thank you.
Unser Fazit? Ja, alles in allem hat Shakun hier wieder ein tolles Gehäuse für RGB-Fans auf den Markt gebracht. Es hat alles, was man für ein sauber aufgebautes System braucht. Und er ist tadellos verarbeitet. Einziges Manko für mich, die Slotbleche, die man hinten ausbrechen muss und somit, wenn man Karten versetzt, am Ende vielleicht Löcher hat. Es ist kompakter als unser Nightshark, bietet aber trotzdem ausreichend Platz selbst für ein ATX-Mainboard. Es hat reichlich Platz für Radiatoren oder weitere Lüfter, für mehr als genügend Festplatten und auch große Grafikkarten finden da drin Platz. Und dank der reichlich vorhandenen RGB-Beleuchtung haben wir auch die 5 Frames mehr sicher. Natürlich, und wir sind damit natürlich auch RGB-Bibelkonform. Großer Kreativecke? Jawohl, Gruß. Wenn ich mir also das ganze Paket anschaue, das ich bekomme, habe ich für einen Straßenpreis von 63 Euro wieder ein Produkt für unsere Kategorie. Preiswert, aber nicht billig. Und reiht sich damit nahtlos in unsere Shakun-Sammlung ein. Darum werden wir auch versuchen, mit dem Gehäuse ein neues Projekt Hackintosh zu starten, und zwar einen Mac Mini ebenbürtigen PC zu bauen für unter 400 Euro. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wie findet ihr das Shakun Lit 100? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Und wenn euch unsere Arbeit gefallen hat, lasst doch auch gleich noch einen Daumen nach oben da, damit wir wissen, ob euch unsere Arbeit gefällt oder nicht. Und wenn noch nicht getan, doch auch ein Abo. Denn das würde uns riesig helfen und vielleicht den ein oder anderen Hersteller dazu bewegen, uns auch mal einen Testmuster zur Verfügung zu stellen. Außerdem verpasst ihr auch kein Video mehr von uns. Im nächsten Video zeigen wir euch dann den Zusammenbau des Hackintosh für unter 400 Euro in das Shakun Lit 100. Bis bald!